So, Leute, da sind wir wieder. Und zwar mit Majora's Mask, ja. Ich erinnere ja nochmal daran, wir haben ja schon ein bisschen länger her das Spiel abgeschlossen und ja, da haben wir noch nicht alles fertig gemacht. Nein, uns fehlen Nicht? noch die restlichen Herzteile. Und die werden jetzt in Hardrun. diesem, wie habe ich es nochmal genannt? Hardrun? Nee. Nee. Ja, das ist der Hardrun war das Hauptspiel. Yoshi ist auch wieder dabei hier. Ja, Und irgendwie ist der Ton gerade ein bisschen leiser, aber egal. ich bin's vom ADAC. Ich muss deine Hupen testen. Warte, wie wollte ich es nennen? Let's, Let's Hardrun. nee. Das klingt scheiße. Let's Quest Herzteile, genau so Ach wollte ich so, ja, genau. es. Okay, Das hier haben ist wir nochmal auf dem das Hauseweg erzählt, In. das habe ich schon wieder vergessen. Ich weiß, ich bin vergesslich. Ja. Ich erinnere nur an den letzten Ocarina of, die letzte Ocarina of Time Part, wo er dabei war. Er hat immer wieder vergessen, was er eigentlich gesagt hat. Aber ich kann es ihm nur nachvollziehen. Und, ja. Was? Ich verstehe das mal, versteh das, wenn du was vergisst. Ach so. Und ja, mein Computer arbeitet wieder schön im Hintergrund, ganz toll. Ist es dein... Kann man das nicht irgendwie überspringen, dieses Kann man Intro? schon. Das wollte ich jetzt eigentlich darauf zurückkommen. Wir überspringen jetzt das Intro. Zack. Geil. Und da haben wir die Datei soweit fertig, abgesehen von den Herzteilen Dämmerung. des ersten Tages. Es verbleiben. Hä, wenn 72. 72 Stunden verbleiben und es aber gar nicht möglich ist, innerhalb dieser 72 Stunden das einzusammeln, wieso? Es gibt einen Punkt und darauf wollte ich jetzt zurückkommen. Das Problem ist, ich wollte sie eigentlich sämtliche Herzteile in einem einzigen Lauf sammeln, sozusagen Lauf einfach mal los. in 3 Tagen. Das ist aber, wie ich gemerkt habe, unmöglich. Da Schlecht. es genau, es gibt 4 Anlaufstellen, wodurch das Ganze durch ein einziges Herzteil verhindert Ich wird. dachte, es gibt 27. Was, 27? Du, ja, keine Ahnung. Er hat nämlich so ein Skript geschrieben, wo alle Herzteile scheiße. 52, das ist nur eine Rückseite Gelistet gewesen. Da sind. war nur eine Rückseite. Ach Es gibt so. 52 Herzteile insgesamt, plus die 4 Herzcontainer von den Oh Endbossen. mein Gott, er sieht hässlich aus. Ja, das ist Majora's Mask. Was ihr bisher nur in Ocarina of Time erlebt. Ein neues Projekt. Ich liebe neue Projekte. Jetzt habe ich den Faden verloren. Tja, wegen mir. Und deswegen werde ich jetzt so machen, dass ich dieses eine störende Herzteil, was sozusagen verhindert, dass man alle in einem Lauf bekommen kann, zuerst holen, das nochmal zurückspulen und sozusagen die restlichen 51 plus die 4 Herzcontainer Weil das kann. im späteren, also sozusagen in einem zweiten Zyklus holen. Das heißt, im zweiten Mal 3 Tage und werde jetzt nur hier ein einziges Herzteil holen. Und ja, mehr nicht. Das ist eigentlich alles, was ich will. Und dafür brauche ich die liebe Maske der Nacht. So, hallo. Hallo. Ah, Tortus. Hast du deinem Vater geholfen? Nö. Dann lass mir dir eine Geschichte vorlesen. Welche Geschichte möchtest du hören? Das musst du anders betonen. Welche Geschichte möchtest du hören? Oder so. Ja. In diesem Fall ist das Und nun ist werde die ich Problem. heulen. Pass mal auf. Ist die Problemgeschichte die Geschichte der 4 Giganten. Ich weiß zwar nicht, ob es funktioniert, wenn man jetzt nicht zuerst Karneval der Zeit sich anhört, deswegen werde ich jetzt einfach mal die 4 Giganten anhören. Die Wie vier der mit dem. Giganten also, und das werde ich jetzt überspringen, weil es langweilig Wie der ist. mit dem Kopf wackelt, wie so ein Wackelkopfhündchen. Und irgendwie, das ist jetzt ein Fail-Bild, eigentlich müsste jetzt ein anderes kommen. Bäh. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was da für ein Bild kommen sollte, aber es ist so ein Fail-Bild, das ist, keine Ahnung, das liegt an dem Emulator. Rapid Fail! Und jetzt hier, bla bla, alles fertig. Durchgeblat. Wenn du das immer so machen würdest, dann müssten wir nicht ständig diese komischen Ja, aber das ist Stimmenverstell-Scheiße lustiger machen. mit Synchronisation. Was haben die getan? Keine Ahnung, habe ich nie aufgepasst. Oh, Keine wirklich? Ahnung. Aber du hast brav zugehört, deswegen bin ich froh. Also, du hast Hier zur brav Belohnung. zugehört, aber deswegen weiß ich es trotzdem nicht. Zur Belohnung dann gebe ich dir etwas Süßes. Yay, ein Herzcontainer. Warum hat er so ein Herzcontainer. komisches Gesicht? Das ist eine Maske. Ach so. Nicht Herzcontainer, Herzteil. Damit haben wir das erste Herzteil und Was müssen genau. wir jetzt machen? Wir werden jetzt. Die Haben wir Pflanze. dieses. Es ist nämlich jetzt schon zweiter Tag und das ist das ganze Verstörende an dem Herzteil. Und deswegen werden wir jetzt einfach einmal zurückspulen und dann beginnen die eigentlichen 3 Tage. Zurückspulen, weil wir es können. Da, 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 Rechts A, unten rechts rechts A, A. unten. Ja, zurück zu der ersten Dämmerung des ersten Rechts A, Tages. unten rechts A, unten. Pass mal auf. Aber. Okay, damit haben wir diese eine Problemherzteil gesammelt und jetzt, ab jetzt gilt es, ich werde sämtliche Oh. Herzteile innerhalb dieses einen Zykluses sammeln. Das Oh, wie heißt, geil. Kann der Zeit reißen?
Es geht immer nur zurück zu der Bohrung des ersten Tages. Du hast Majora's Mask nicht gesehen, schau es dir an. Nee, ich hab's nicht gesehen. Ja. Stehe dazu. Ja, ich weiß. So, und jetzt habe ich mir eine schöne Liste gemacht. Das hat ein bisschen gedauert, hat mir so ungefähr aufgeschrieben, was Blood ich mache. Search, Herzteile, Ablauf, Scheiße. Ablauf. Was hast du für eine hässliche Schrift? ich habe mir keine Mühe gegeben. Freie Sammeln im Un. Ja, du musst jetzt nicht vorlesen, was da draufsteht. Da habe ich mir nur Notizen gemacht, damit ich weiß, was los ist. Unruhstadt. Und nahe Umgebung, ja. Das war mein erster Punkt. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen sammeln. Und ab. Vogelscheuche aktivieren. Ja, Vogelscheuche. Müssen wir auch. Spannende Vogelscheuche. Bevor ich es vergesse, wir müssen erstmal die Zeit verlangsamen. Deswegen echt? Einfach mal die Hymne der Zeit rückwärts getrellert. Ja, Zeit verlangsamen. Und wir haben immer noch die Maske auf, fällt mir auf. Maske auf, fällt mir auf. Okay. Wie er sich verrenkt. Ja. Er hat Drogen genommen. Ecstasy. Und da ist auch unser so. Die Stubenfliege auf Ecstasy, so wie der mit seiner Maske ausschaut. Ich muss die Maske abnehmen, verdammt. Okay, damit haben wir unser zweites Herzteil. Musst du nicht erst die Vogelscheuche aktivieren? Das kommt später. Das ist alles hier festgehalten. Oh. Das kann ich auch. Momentan ist der Laden noch nicht offen, soweit ich weiß, wo ich hin müsste. Ist das der Laden mit dieser Kuh? Nee, das war ja Ocarina of Time, das stimmt. Er verwechselt hier einiges. Er ist ein Zelda Noob. Oder Boon. Boon. Weißt du, was der Unterschied zwischen Noobs und Boons ist? Das eine ist rückwärts gesprochen. Nein, ein Noob ist ein Anfänger und ein Boon ist ein blutiger Anfänger. Ich schwöre, ich mach dich fertig, ne? So, hier rüber hüppen und darüber hüppen. Hüppen. Hüppen, ja, hüppen. Da drauf hüppen. What the fuck? Das war knapp. Und jetzt! Ja, schon wieder! Herzteil Nummer 3. Hey, wo ist jetzt seine Maske hin? Die hab ich abgezogen. Echt? Hab ich gar nicht gemerkt. So, jetzt muss ich überlegen, warte, frei sammeln war das jetzt hier. Jetzt muss ich überlegen, wo die ganzen anderen Herzteile sind. Die zwei, die am einfachsten waren, habe ich jetzt geholt. Supi. Ne? Sieht aus wie ein Labyrinth auf dieser Karte da unten. Ja, ich habe auch schon mal offscreen ein paar Rubine gesammelt. Rubine? Ja. Ist das Rubine. Geil oder was? Rubine. Rubine, okay. Alles klar? Ja. Und ja, weil wir ja 5000 Rubine brauchen für ein bestimmtes Herzteil. Und deswegen muss ich jetzt erstmal Geld holen gehen. Wo rennst du denn hin, Link? Du sollst da lang rennen. Kannst du diese Typen, die da rumstehen, alle messern? Nee, leider nicht. Ja, wir sind ja hier nicht bei Call of Duty, aber... Oder Assassin's Creed. So von hinten, ne, so... Boah, gemessert! Nee. Ja. Nee. So. Wie heißt denn das? Du hast doch ein Schwert. Ja. Dann schwerte sie mal. Nee, das geht aber nicht, Mann. Das geht halt bei Zelda nicht. Und ja, ich muss jetzt ein bisschen nachdenken, welche Herzteile wo waren. Das heißt, du kannst bei Zelda nicht einfach jeden umbringen, der dir im Weg steht? Nö. Ist ja voll langweilig, ich ja. Nein. So. Oh, süß, hopp. Jetzt hat er Hasenohren. Ja, damit wir schneller laufen können. Ach so. Hopp. Dann hätte ich mir lieber Gepardohren besorgt, wenn ihr wisst, was ein Gepard ist. Ja, aber der kann nur auf kurze Strecken schnell laufen, deswegen. Hopp. Und da drüben haben wir erstmal 100 Rubine, die wir brauchen werden, um irgendwelche Spiele zu spielen. Ja, und dabei genau. Dann haben die ganzen Geschäfte noch nicht offen, abgesehen von einem, wo ich jetzt hingehen werde. Messer, schlag einfach mal drauf los. Wobei, jetzt. Ich will mal sehen, was passiert. Gar nichts. Huja! Ist aber in allen Zelda-Teilen so. Und ich ZDF-Männchen. Kurzerhand. Die Maske hier. Die mit der Postboten. Zack. Die sieht so geil aus. Yo. Es geht, ich bin Rotkäppchen. Etwas anderes als ein Idiot. Das ist nicht meins. Das ist doch. Was? Etwas anderes als ein Brief ist eingeworfen. Katsching. Was ist das? Und zwar das Herzteil. Genau, auf Anhieb. Ich weiß nicht, normalerweise suche ich mir ewig danach. Ja, Yoshi hat eine liebe SNS bekommen. Also ganz, ganz kurze Pause. Ich muss jetzt hier nämlich mal gerade eine Antwort eintippen. Ja, das kannst du nebenbei machen. Ja. Dann kann ich mich nicht konzentrieren. Ja, du musst dich ja nicht konzentrieren. Ich muss spielen. Ja. Ich muss spielen. Ah ja, jetzt haben wir schon 4 Herzen. Und könntest du bitte den Ton ausschalten? Das nervt. Das hört doch sowieso niemand. Vielleicht weil das Mikrofon direkt neben dir steht. Du kannst auch auf den Daten hingehen. Nee, dann kann ich hier nicht mehr mitkommentieren. Geh in die Ecke und schäm dich. Okay. Okay, jetzt müssen wir hier bei dem komischen Typen hier. Der Haare hat, die aussehen wie ein Fell. Dieses Zentrum bietet fachkundigen 24 Stunden Einzelunterricht, der deine Kampfkünste deutlich verbessert. Von heute an gilt es bis zum Ende des Karnevals ein verbilligter Tarif für alle Schulungen.
Also wirst du es versuchen? Ja klar, für den fortgeschrittenen Kurs für 10 Rubine. Beim Profikurs geht es darum, praktische Anwendung deines Könnens. Zerschlage 10 Baumstämme unter Verwendung der komplettesten Schwertechniken. Erzielst du die vollen 30 Punkte, soll dein Herz erstarken. Ich habe meine Brille auf und kann es trotzdem nicht lesen. Super. Tja. Hast du dich vorbereitet? Na klar. Und so, jetzt habe ich mich geschämt. Was darf ich jetzt machen? Mitkommentieren. Die kompletteste. Ja, den Spring daneben, super die Entscheidung. Oh ja, den gespalten. Ja, die komplexesten Schwertechniken, man sieht schon, nur die Sprungattacke. Alles andere gibt nämlich nicht so. Gibt keine 3 Punkte. Und die brauchen wir, um die 30 Punkte zu erreichen. Oh ja! Wo ist der nächste Baumstumpf? Da. Wo ist der nächste Ninja? Natürlich springe ich daneben. Ninja Assassin hier. Ja, das ist Link. Link ist eine Mischung aus Ninja und Assassine. Da, los! Schlitz! Aufgespalten! Link als Holzfäller! Ich stell mir gerade so einen Holzfäller mit so einem langen Bart vor, so, yo, hier, jetzt mach ich mal hier alles. Yo, und der letzte Baumstumpf, zack, weg. Ungenietet. Was recht zu nicht. Ich muss etwas geben, hier, nimm dieses Müll, den brauche ich nicht mehr. Hä? Er hat ein Herzteil. Er hat uns sein Herz geschenkt. Ein Herz! Aha. Oh mein Gott, jetzt haben wir schon 4 Herzen. Ja toll, und ich weiß... Besser als ein Tintenfisch. Tintenfische haben 3 Herzen. Ja, und das Problem ist, wenn ich jetzt an meinem Zeitplan so 1:1 dran halte, dann... Na, okay, dann mache ich das mal auf. Der Chefredakteur des Magazins Die 4 Jahreszeiten heißt Joachim Herbst. Ah, da kommt ja Yoshis unnützes Wissen hervor. Warte, Moment, jetzt kann ich gerade die Vogelscheuche aktivieren, wenn ich gerade hier bin. Bong. Ja, ich war. Der zieht's aus wie Bowser im Nikolausanzug. Nur, dass er keine rote Bisse trägt, sondern eine grüne. Ja. Okay, wir müssen hier der lieben Vogelscheuche was vorträllern. Schade. Ah, jetzt aktivieren wir die Vogelscheuche, ja. Oder? Und, cool. Was spiel ich für Lied? Ja, das war eigentlich jetzt keine Absicht. Epileptischer Anfall, Alter, oder was? So war das jetzt nicht. So wollte ich es nicht haben. Ich wollte es anders haben. Ja, Messer, sie, mach sie kaputt. Ja, jetzt will ich, komm. Bitte. Funktioniert. Dein letztes Stündlein hat dich geschlagen. Okay, das ist etwas seltsam. Hast du sie gemerkt? Ich bin einmal ausgerutscht. Bin mir jetzt gerade nicht sicher, wie es war. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Okay, ich werde schon einfach irgendwie rumdrücken. Ich achte ja nie drauf. Nein, ich will davon nichts erfahren. Tschüss. La 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 la. Oh mein Gott, jetzt bin ich in der Erde versunken. Ja. Wir sehen schon, die Aschia hat jede Menge getrunken genommen. Nee, ich hab noch ein bisschen was getrunken, aber ansonsten geht's mir gut, ne? So. Jetzt machen wir uns daran, erstmal hier ein paar Herzsäule zu sammeln. Die sind eigentlich für später eingetragen, aber wenn ich jetzt sowieso gerade Zeit habe, geht das auch jetzt. Guck, der rollt schon rum wie Bowser hier. Hat dann sogar schon so Stacheln. Ja, und... Bäm, Alter! Zirp, so. Das ist kein Zirpen, das sind so komische Mistviecher unter Wasser. Ja, toll ist, ich habe immer noch keine Pfeile. Das habe ich ja wieder super bedacht. Das pass mal auf damit. Nee, das geht auch mit dem Fanghaken, stimmt ja. Toll! Ich bin natürlich wieder so klug und merk's auf Anhieb, dass es auch mit dem Fanghaken geht. Naja. Zum zweiten Mal unten. Da ist der Fanghaken. Hörst du mal bitte auf. Warum denn? Ich glaube, da hinten war das Ding. Irgendwelche Nonsens-Kommentare sind immer das Beste. Ja, jetzt muss der liebe Link auch noch treffen. Und ja, da war das Herz halt drin. Jetzt brauchen wir den lieben Sora. Was hat der für ein Schild? Ja, das Schild erschrickt, das ist Doppelpunkt groß. Sieht. Das ist Doppelpunkt groß O. Doppelpunkt O. Boah, jetzt hier. Jetzt geht er richtig zack, ab. Und weg. Ja, jetzt hier. Assassin's Creed. Hm. Ja, der liebe Ninja Zora schlag mich tot, irgendwas. Und damit haben wir ein weiteres Herzteil. Keine Ahnung, wie welche Nummer das ist. Auf jeden Fall ist es unser Nummer. Keine Ahnung, wie viel es ist. Das ist auf jeden Fall der 1. Würdest du da rausklettern, Link? Danke. Nein, würde er nicht. Er tut dir diesen Gefallen nicht. Denn er ist böse, er wird die Weltherrschaft an sich ziehen. An sich reißen. An sich ziehen. Ich zieh mir die Weltherrschaft. Damit gleich wieder zum lieben Bowser, wie du ihn nennst. Also, ihr habt alle so lustige Beschreibungen dafür. Du nennst ihn Bowser? Nein, ich nenne ihn epileptischen Anfall mit Kröten, Wahnsinns. Ja, egal, vergiss es. Domi nennt ihn Troll. Troll. Oder, Troll, nee, Schreck, er nennt ihn Schreck.
Shrek. Auch der, ein super Name. Der unglaubliche Oger. Der unglaubliche. Der tollkühne Held. So, heißt, nutzen wir doch mal gleich unser Feenschwert hier an der Stelle. Shrek vorher. Stirb! Mistviech! Das ist der Endboss. Nein, aber der hat auch ein Herzteil auf Lager. Komisch, bei jedem Typen, den du bekämpfst, frag ich, ist das der Endboss? Das ist kein Dungeon. Ich bin voll Endboss-geil. Endboss-geil! Trollerdoll. Der war nicht witzig. Pfeile! Sehr schön. Ja, jetzt entschuldige dich aber auch. Nee. Bist doof. Entschuldigung. So. Und eine Kiste, was könnte da bloß drin sein? Ich hab's ja nur schon verraten, aber egal, was könnte da drin sein? Ich hab's ja nur schon verraten. Es ist ein Herzteil, wer hätte das erwartet? Dun, 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 dun. Ja, jetzt kommen nämlich erstmal die ganzen einfachen Herzteile. Die später könnte es sein, dass wir nur so ein paar Herzteile pro Part schaffen, so zwei, drei oder so. Jetzt kommen hier erstmal ein paar, viele, viele, viele. Viele, viele Puntes, Martis. Ja, genau. Wieder ein paar Medikamente nehmen, damit wir zu einem Schreck werden. Oder einem Hulk oder wie auch immer. Hulk ist, ist die beste Beschreibung, finde ich. Ja. Moment, jetzt muss ich gucken, wo ich hin muss. Ich weiß ja, wo ich muss. Woohoo! Jump in! Feuerfall! Yoshi! Nee, warte, das Ding ist gefährlich, auch wenn ich rolle. Das ist unfair. Woohoo! Wir speeden hier durch die Gegend. Unser kleiner Speedy. Was sind denn das für Gehirnpilze? Gehirnpilze. Wow, da war King Dodongo, oder wie der heißt. War nur normaler Dodongo. Bah! Ich hab gerade nicht gehört, Ronnie, weil das ist. Autsch! Boah, ey, Mann, ey. Da ist die Hürde, die ich rein wollte! Boah, einfach reingerollt. Rollt. Rollin. Und hier sind unsere lieben Freunde sind da. Rollin on the river. Dun, dun. Wie das hat dir schon mal einer gesagt, dass du nicht singen kannst? Ja, sehr oft sogar. Au! Ich tue es aber trotzdem. Solange man es mit Leidenschaft. Ich mach's aber nicht mit Leidenschaft, aber egal. Ach komm, wollt ihr mich eigentlich alle verarschen? Schon lauter Yoshi verarschen wieder hier. Oh fuck! Der steht direkt neben mir, ja okay. Stirb! Verdammt! Schlecht. Stirb! Stirb! Oh. Mach ihn fertig! Hau ihm in die Fresse! Das ist scheiße, zwei gleichzeitig zu besiegen. Stirb! Der Schutzschild vom Goron sieht so geil aus. Boom! Und er hat die gleichzeitig damit verletzt. Geil! So, wir sammeln erstmal ein paar Rubine, wir fahren Rubine. Warum haben die eigentlich nur zwei? Warum haben die nur zwei Beine? Keine Ahnung, Missbildung. Ah. Lex. Ich meine, die Designer bekommen ja auch ihr Geld. Oder wie heißen die? Grafik. Die Grafikdesigner. Die Grafikdesigner. Das Problem ist, wir haben jetzt auch jede Menge Zeit. Mit der ich nicht gerechnet habe. Aber ich kann ja auch im Vorhinein nicht beachten, wie lange das dauert hier. Link, ja, würdest du bitte vor die Schatzung gehen? Danke. So öffnet Hulk eine Kiste. Er greift vorsichtig rein, könnte ja was Bissiges drin sein. Wir haben schon wieder ein Herzteil, hätte ja natürlich keiner erwartet. Und damit haben wir Fetten. Jedes Mal, wenn er ein Herzteil findet, so ungefähr zum 10. Mal jetzt schon, oder was, kommt diese Musik? Das ist mein SMS-Ton. Echt? Ja. Wir müssen ihn gerade mal sehen. Oh Mann. Ich mein's aber ernst, das ist mein SMS-Ton. Halt, warte, wenn ich gerade hier bin, dann kann ich. Soll ich dir gerade mal eine SMS schicken? Mein Ton ist, glaube ich, aus, sonst sind auf dein Handy sowieso fast der Musiker. Nee, ich schicke dir jetzt keine SMS, ich verbrate doch hier kein Geld. Du hast doch gar kein Geld mehr drauf, oder hast du mittlerweile wieder ein neues drauf? Ja, jetzt habe ich es mittlerweile aufgeladen. So, hier müssen wir, wie war das nochmal? Oh yeah, der Trommler. Warte, halt. Sieht das scheiße aus. Fuck, verspielt. Na 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 na. Richtig gespielt, wuhu! Das Goronische Schlummerlied! Yoshi! Aha. Und hier muss man dann immer das Goronische Schlummerlied als Gorone vor diesen komischen Steinen spielen. Und dann dreht er voll am Rad und wird rot. Frag mich nicht warum, aber er wird rot und dehnt sich. Das kommt daher, dass er mit Hilfe einer Magie, die wir ihm initiiert haben durch eine Inception, eine Chamäleonfarbe annehmen kann und sich gekreuzt hat mit einem weiblichen Chamäleon, was ihm sehr gut gefallen hat und dadurch einen Nachkommen gezeugt hat, der rot ist, und den hat er dann ganz schnell mit einem Zeitsprung dahin gesetzt und dann ist er rot geworden und groß. Genau so, nicht anders wird es sein, scheiße. Au. Schlecht. Weil wir es können. Würdest du da reingehen? Danke, Link. Und da sieht man wieder die lieben Steine.
Diesmal ist schon einer rot. Das ist der Stein, den wir gerade eben schon gemacht haben. Oh, fuck. Jetzt habe ich den Stein geblättert. Tja, Idiot. Jetzt habe ich den Stein geblättert. Kommst du wieder raus oder bist du jetzt weg? Nee, ich habe ihn nur geblättert. Boah, wie der Stein nachwächst. Ich habe ihn nur geblättert mit meinem Schlager. Bam. Eine Kopfnuss verpasst. Ein nachwachsender Stein. Ja, ich verspiel mich schon wieder. So, ein weiteres Mal. Ich stehe schon halb in dem Stein drinne. Soweit ich weiß, ist, wenn man mit Sora jetzt davor spielt, dann wird der Stein blau. Und jetzt kriegt sich der andere Stein auch mit. Jetzt haben wir beide Drogen genommen. Erstmal auf hier Beatbox-Versuch zu machen. Jetzt sag bloß nicht, dass ich es eh nicht kann. Du kannst es eh nicht. Und Au. Soll ich einen Pfad hören? Danke. Aha. Da müssen wir sowieso erst wieder rein. Roten Pfad verloren oder roten Pfad wieder gefunden? Ja. Und hast du ihn jetzt gefunden? Nee, noch nicht. Ich bin jetzt gerade am Rollen, deswegen bin ich gerade nicht. Rollen. Irgendwo hier ist ein Loch. Ich weiß nicht, wo. Wo ist das Loch? Fuck, ich hab vergessen, wo es ist. Tja, bitte. Ja. Bittersweet. Oh mein Gott. Jetzt hier, mega Turn. Funktioniert das? Ja, es hat funktioniert. Sehr schön. Boah, ey. Ja, ich weiß, glaube ich, noch, wo das letzte Loch ist. Also das vorletzte Loch wenigstens. Springen wir bis zu dem Loch und dann beenden wir den Part, oder? Da ist das Loch. Ich hab's gefunden. Ich meine, nein, nicht dran vorbei, oder? Solange auf einmal kann keiner unser Geschütz ertragen. Ja, okay, ich will das eigentlich jetzt auch fertig machen. Deswegen suche ich jetzt gleich noch nach dem einen Loch, nach dem Verschwundenen. Das eine Loch. Wieder einmal haben wir... Er sucht das ominöse Loch. Mhm, sicher. If you know what I mean. Nein. So, ein weiteres Mal die Hymne getrommelt hier. Like a bongo bongo. Like a bongo. Und jetzt ein weiterer Stein im Drogen. Und wir haben wieder den schönen Schnitt im Bild, den wir auch schon davor haben. Ein Stein im Drogen, stellt sich das vor. Hallo, ich bin der Stein, ich nehme Drogen, ich nehme Cannabis Ecstasy. Jetzt verstehe ich, warum uns keiner länger als 20 Minuten ertragen kann. Ja, wir sind nämlich auf Drogen. Er zumindest. Ich bin immer auf Drogen. Das haben wir schon, glaube ich, letztes Mal schon bemerkt, oder? Ich bin als Kind in den Crystal-Topf gefallen. Oh, nee. Und wie war's? Ja, es war high. Der scheiß Vogel kann mich mal. Nee, ich erzähle nur Blödsinn den ganzen Tag. Also Schanze, da ist es noch, ich hab's gefunden. Nicht ernst nehmen. Ich hab das noch gefunden, juhu. Ich war noch nie auf Drogen. Und da oben sehen wir schon eine Netzskulptur, ja? Ich weiß nicht mal, was es ist. Beziehungsweise, was es ist, war da. Ich habe jetzt Lust, die einfach mal einzufrieren. Was es ist, weiß ich schon, aber... Was denn? Ich war trotzdem noch nie auf Drogen. Aha. Ich habe noch nicht mal Skistand geraucht. Let's frost the Skulltula. Das ist ein Eisklotz an der Decke. Dun, 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 dun. Bist du auch tot, oder? Nee, sie lebt noch. Nee, sie ist tot. Geil. So. Geil. Gottes Willen, achso, da hinten ist eine... Achso, kannst du den Stein mal wieder plätten? Okay. Ja, er ist platt. Hör mal, so viel Sinn ergibt, aber ein Stein doch plätten kann. Kannst du dieses Skulltula da nicht mal töten? Mir egal. Ich will es jetzt gar nicht töten. Dum, dum, da, 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 so. Damit haben wir das letzte gespielt und auch dieser Stein ist rot. Und auch dieser Part ist extrem wütend. Mal zu Ende. Der Hulk, das ist schon lustig, der Hulk wird grün, wenn er wütend ist und der Stein wird rot. Und warum funktionierst du nicht? Ich verarsche? Zweiter Versuch. Wenn der Hulk wütend wird, erwacht das große grüne Monster. If you know what I mean. Oh Mann. Wieder kein Part ohne Schleichwerbung. Wir hatten es doch fast schon geschafft. Nee. Und damit sind alle Steine rot. Ich habe ja Inception vorher schon erwähnt, deswegen. So, alle haben Drogen genommen, alle dehnen sich und stretchen sich und jetzt alles schön. Switch. Und wir hatten ein Herzteil dafür. Boah, schon wieder. Ist das eine unglaubliche Sensation. Es ist ein schönes Gefühl, gell? So. Ich bin gerührt. Freundtre. Ich kann mich mal. Okay. Ja. Wir gehen wieder in die Stadt rein und dann beenden wir den Part. Den ersten Part vom Let's Quest Herzteile. Und Moment. Und Alter, jetzt guck mal auf die Anzeige da oben. Ja. Ja. Fast 25 Minuten, das ist aber nicht so schlimm, der kann auch ein bisschen länger sein.
Nein, darf es nicht, weil keiner unser Geschlecht so lange ertragen kann, habe ich vorher doch schon gesagt. Ich stampfe hier ein bisschen rum und verabschiede mich damit und wir sehen uns dann im Mickelbad um 13 Uhr wieder, weil ich dann da rein muss in dieses Haus da. Und um 13 Uhr in dem Spiel. Ja. Achso. Bam! Okay, ich sag dann tschüss. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüssi! Tschüssli.